Ich bin die Freiheit, ich bin das Licht, ich bin die, die mit Engeln spricht. Erinnere dich, ich erkenne dich und mich. Herzlich willkommen und schön, dass du da bist, in meinem Podcast Besonderer Blickwinkel. In diesem Podcast lade ich dich ein, mit beiden Augen auf das Ganze zu sehen. Manchmal genügt es, einen Blickwinkel zu verändern und wir sehen eine andere Situation. Fühl dich gesehen, geliebt und verstanden. Deine Mirjam. Du bist größer, stärker, mächtiger als du glaubst. Wie schön, dass du wieder da bist und mir zuhörst. Wenn du jetzt vor einer Wegkreuzung stehen würdest, und du hättest zwei Optionen zur Auswahl. Einmal den Weg in die Leichtigkeit, einmal den Weg in die Schwere. Welchen Weg würdest du wählen? Ich bin mir sicher, dass du ganz die ersten Sekunden sagst, ja natürlich den leichten Weg. Doch genau darüber möchte ich mit dir heute sprechen. Ist es wirklich so, dass wir den Weg der Einfachheit und den Weg der Leichtigkeit immer wählen? Oder ist es eher so, dass wir den Weg der Schwere, der Krankheiten, der Disharmonien, der Schicksalsschläge, des Unglücks und so weiter wählen? Ich glaube, durch meine vielen jahrelangen Beobachtungen und das Arbeiten mit vielen Menschen, dass unser System so darauf konditioniert ist, dass wir eher diese Schwere wählen, weil das ganz einfach ist. Uns diese vertrauter ist als ein Weg der Leichtigkeit. Und ich wage es hier zu sagen, dass der Weg der Leichtigkeit im Grunde genommen der schwerere und intensivere Weg ist als der Weg der Schwere. Denn wenn wir einen Weg der Leichtigkeit wählen, dann bedeutet das, dass wir hundertprozentig Eigenverantwortung übernehmen müssen. Das bedeutet, dass wir dann nicht mehr anderen die Schuld geben dürfen. Dass wir Eigenreflexion üben dürfen, dass wir in der Selbstpsychologie unterwegs sind, dass wir in der Eigeninitiative und im eigenen Engagement wählen und unser Leben ausrichten, dass wir die eigene Kreativität nutzen, dass wir in dieser Kreativität leben und vieles mehr. Dass wir in die Tiefe gehen müssen, dass wir aus der Tiefe heraus agieren dürfen, dass wir über diese Tiefe hinweg leben dürfen, dass wir unseren Schatten begegnen, dass wir unseren nicht so angenehmen Gefühlen begegnen, weil wir erst Leichtigkeit leben können, wenn wir in die Tiefe gehen. Ganz viele Menschen haben eine andere Vorstellung von Leichtigkeit. Leichtigkeit ist nicht, alles ist easy, cool und leicht und ja, so weiter. Nein, Leichtigkeit kann ich erst dann leben, wenn ich es wage, in die Tiefe zu gehen und in der Tiefe oder aus der Tiefe heraus zu leben. Und wenn ich den Weg der Schwere bekomme oder wähle, dann bekomme ich natürlich auch, ich bekomme viel Aufmerksamkeit, ich bekomme diese Erlaubnis, in der Opferhaltung zu bleiben. Ich bekomme Selbst- oder Fremdmitleid oder Selbstmitleid. Ich kann andere verantwortlich machen und ihnen die Schuld geben. Ich definiere mich über das Leid. Ich habe eine Aufgabe. Ich kann jammern. Ich kann mich als Opfer fühlen. Und ich muss nichts tun, weil es ist ja so schwer in meinem Leben. Deshalb ist das, wenn ich es jetzt so betrachte, der einfachere Weg. Und vielleicht denkst du dir jetzt, ja, was redet denn die Mirjam heute zusammen? Doch ich bin, je mehr ich darüber mit dir spreche, umso überzeugter bin ich davon, dass der leichte Weg der schwierigere Weg ist. Und deshalb wählen wir eher den schweren Weg. Zum einen, weil er uns vertrauter ist und weil wir Verantwortung abgeben können. Und ich habe für mich auch durch das viele Arbeiten und Wirken mit der Anderswelt ganz viel Leichtigkeit in mein Leben gebracht und das bedeutet für mich, dass ich die Dinge leichter sehen kann. Doch nicht, dass alles leicht ist.
Leichtigkeit bedeutet auch, dass ich einen leichten Umgang mit den Themen habe. Doch nicht, dass die Themen leicht sind. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Und deshalb stelle ich dir jetzt noch einmal die Frage und ich lade dich ein, ganz ehrlich heute mit dir selbst zu sein. Wenn du die Wahl hast zwischen einem Weg der Leichtigkeit und einem Weg der Schwere, welchen Weg wählst du? Und wenn du jetzt weitergehst und dein System wählen lässt, deinen Körper, dann bin ich überzeugt, dass er den Weg der Schwere wählt, weil er den kennt. Und dass er glaubt, das Mentalfeld, ach Einfachheit, so einfach kann das noch nicht sein. Man kann doch nicht alles haben im Leben und so weiter. Und dass auch das Mentalfeld diesen Weg der Schwere wählt. Dass vielleicht unsere spirituelle Ebene und vielleicht auch die emotionale Ebene die Leichtigkeit wählt. Doch dann haben wir 2 gegen 2, wenn wir 4 Körper haben. Und dann, wo wählt dein Herz? Dein Herz wird den Weg wählen, beziehungsweise dein Herz wird keinen Weg wählen, weil das Herz einverstanden ist mit allem, was ist. Es ist unser Navigationssystem. Wenn wir 2 gegen 2 haben, dann brauchen wir noch einen, der uns hilft zu wählen. Und wen nehmen wir dabei? Es ist für uns dieses Zukunfts-Ich. Ich lade dich ein heute, dass du mit deinem Zukunfts-Ich in Verbindung gehst und dass du dein zukünftiges Ich fragst, ausgerichtet in der neuen Zeit, welchen Weg wählen wir? Und ich bin mir fast sicher, dass das zukünftige Ich den Weg der Leichtigkeit wählt. Weil es keine Angst vor der Tiefe hat, weil es keine Angst vor der Eigenverantwortung hat, weil es keine Angst vor der Freundlichkeit hat und weil es keine Angst hat, Nein zu sagen und Grenzen zu setzen. Und in diesem Sinne lade ich dich ein und bitte ich dich, dass du für dich einige Minuten hinsetzt und dein zukünftiges Ich einlädst und ihr oder ihm die Frage stellst. Und dass du ganz ehrlich mit dir bist. Niemand muss davon erfahren. Du musst das überhaupt nicht erzählen. Du darfst nur ganz, 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 ganz ehrlich mit dir selbst sein. Und aus dieser Ehrlichkeit und in dieser Ehrlichkeit liegt für dich die Freiheit. Und wir sind immer sehr rasch im Antworten finden, vor allem unser Verstand, weil der glaubt, er weiß immer alles sofort. Und das ist ein wunderbarer Begleiter. Doch es ist auch an der Zeit, dass wir innehalten, dass wir kurz reflektieren, dass wir kurz annehmen, wie es ist und dass wir darüber auch einen kurzen Moment uns Zeit lassen, uns ehrlich zu antworten. Wir sind Gewohnheitsmenschen. Wir folgen immer den Gewohnheiten, weil alles andere ist anstrengend. Der Mensch folgt immer diesem geringsten Widerstand. Und deshalb ist ein Weg der Leichtigkeit zuerst ein Weg des Widerstands, weil es einfach diese Grundprinzipien fordert. Und wenn ich mich definiere, dass ich es schwer habe, dass ich so viele Themen habe, auch in der spirituellen Szene, dass ich so viel aufzuarbeiten habe, dass ich schon so viele Kurse besucht habe, dass ich dies oder jenes habe, brauche ich ja die Schwere. Denn würde mich überhaupt noch jemand sehen, wenn ich sage, wow, es geht mir gut, ich bin voller Tatendrang, ich bin voller Motivation, ich bin voller Freude, voller Liebe, voller Weisheit. Würde dir jemand dann noch die gleiche Aufmerksamkeit schenken? Ich glaube ja, doch du hast vielleicht Angst davor. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir in dieser Entscheidungskraft nackt ehrlich mit uns sind. Weil wir uns selbst oft betrügen, weil wir uns selbst immer wieder Ausreden suchen, weil wir auf Schibaritis leben, weil wir einfach darauf trainiert wurden, uns selbst Fallen zu stellen. Und ich glaube, die Zeit, und so wie die geistige Welt sich es mir auch sagt, ist vorbei von diesen Ehrenrunden drehen. Wir dürfen jetzt wirklich ankommen in uns. Und das bedeutet nicht, dass es zu Ende ist. Im Gegenteil, ankommen bedeutet, dass wir jetzt beginnen dürfen, in dieser Liebe, in dieser Weite, in dieser Kraft, in dieser unendlichen schöpferischen Möglichkeit, uns zu erleben. Dass wir uns nicht mehr über Schwere definieren müssen, über Schicksale, über was, wer am meisten geheilt hat, wer am meisten
gekämpft hat, wer die schlimmste Kindheit hatte. Nein, sondern dass wir beginnen zu sagen, so, ich nehme mein Leben jetzt in die Hand, ich gehe in die Nachbeälterung und ich weiß, dass wenn ich in die Tiefe gehe, dann erfahre ich die Leichtigkeit und darüber komme ich in die Freiheit zurück. Der Schlüssel ist die Ehrlichkeit mit sich selbst. Das Erkennen überhaupt, wir erkennen es ja nicht, weil wir so gestrickt sind, dass wir uns selbst so viele Umwege und so viele Dinge schön geredet haben, zurecht geredet haben. Und dass wir beginnen, aus dieser Kraft heraus den Mut zu finden, in die Tiefe zu gehen, zu sagen, okay, jetzt höre ich auf, mir selbst was vorzuspielen. Jetzt höre ich auf, mir die Dinge recht zurechtzureden, schön zu reden oder so zu reden, wie andere es gern hören würden. Jetzt höre ich auf, damit mich als Opfer zu fühlen oder mich sogar als etwas Besseres wahrzunehmen oder etwas Weiterentwickeltes. Und ich beginne, in mich hinein zu wachsen. Ich beginne, ein Leben der inneren Welten zu begehen. Und daraus kann ich für mich die unendliche Schöpferkraft entwickeln. Und deshalb dürfen wir es uns leicht machen und Themen leicht betrachten, anstelle, dass wir glauben, dass wir immer nur Schwere erleben müssen. Dass wir uns fast konkurrenzmäßig darüber definieren, wer es schwerer hatte. Wir haben alle überlebt. Wir haben alles viel durchgestanden. Wir haben viele Schicksale erlebt. Doch jetzt in der neuen Zeit geht es immer wieder um die Entscheidung. Eine Entscheidung, erstens in die Eigenverantwortung zu gehen. Ich übernehme für alles, was ich sage, was ich tue, die Verantwortung. Zweitens, den Mut in die Tiefe zu blicken. Das bedeutet, die eigenen Schattengefühle anzunehmen, die dunklen Gedanken anzunehmen, die Regentage anzunehmen, die Disharmonien anzunehmen und in dieser Tiefe, in diesem Schatten, die Erlösung zu finden. Dann bedeutet es, dass ich mich selbst lebe, dass ich mich nicht mehr fremd bestimmen lasse, dass ich niemand mehr die Macht gebe, dass ich niemand mehr die Verantwortung gebe, dass ich mein eigener Chef, meine eigene Meisterin, mein eigener Meister, meine eigene Priesterin, mein eigener Priester und so weiter werde und dass ich in mir die eigene Heilerin, den eigenen Heiler erwachen lasse. Das heißt, ich löse mich von allen Abhängigkeiten. Wenn ich mich von allen Abhängigkeiten gelöst habe, dann gehe ich in die eigene Selbstpsychologie, weil ich mich selbst studiere. Wir dürfen Eigenstudium durchführen. Wenn wir selbst Studenten werden, dann kenne ich mich in- und auswendig und niemand mehr wird mir sagen können, was ich zu tun habe und wer ich bin. Denn ich weiß es selbst. Ich habe es selbst erfahren und selbst erkundet. Das ist eine enorme Freiheit. Und über all das komme ich in diese Leichtigkeit, wo meine Flügel sich öffnen und ich auf Dimensionen, in Dimensionen unterwegs bin, wo noch das größte Problem kommen kann, doch ich einen leichten Umgang und Zugang darüber finde. Ich kann nur aus eigenen Erfahrungen sprechen. Ich kann nur sagen, seit ich für mich diese Tiefgänge entdeckt habe und bis zu den Bakterien hinuntergegangen bin und für mich immer wieder mit Ängsten konfrontiert bin oder Ängste durchlebe oder Ängste in die Konfrontation bringe, bekomme ich immer mehr Leichtigkeit in mein Leben. Und dann kann all das kommen, was kommt und ich auch nicht vorbereitet bin. Doch ich weiß heute, dass ich einen leichten Umgang damit finde. Und das ist das größte Geschenk an mich, an meine Familie und an meine Umwelt und an mein Umfeld. Und das ist das, was ich dir heute einfach mitgeben möchte. Geh in die Kommunikation mit deinem zukünftigen Ich. Wähle bedacht und wähle ehrlich. Und manchmal müssen wir eine Stufe hinuntergehen, damit wir dann 10 Stufen hinaufgehen können. Und in jeder dunklen Energie lebt das Licht, so wie in jedem Licht das Dunkle lebt. Und deshalb dürfen wir ausbrechen aus Definitionen. Denn wer sind wir noch, wenn wir kein schweres Leben mehr haben?
Wer sind wir noch, wenn wir diesen Beruf nicht mehr ausüben dürfen? Wer sind wir noch, wenn wir nicht mehr Mutter sind? Die Definitionsfalle. Dafür werde ich einen nächsten Podcast machen. Die Definitionsfalle. Das finde ich ein gutes Thema. Darüber werde ich sprechen. Ich habe auch noch andere Themen, also für die zuhören und denken, oh, mein Thema ist noch nie gekommen. Ich habe es aufgeschrieben, es kommt, dann wirst du sehen, zum richtigen Zeitpunkt. Doch zurückzukommen zu diesem Podcast, dass wir uns nicht mehr definieren über das, sondern dass wir auch wissen dürfen, dass wenn wir einen Weg der Aufmerksamkeit oder der Leichtigkeit wählen, dennoch so viel Aufmerksamkeit bekommen, dass wir über diese Aufmerksamkeit so viel Frieden erfahren und dass wir über diesen Frieden in die Freiheit gehen dürfen. Und dann ist die Welt eine glückliche Welt. Dann brauchen wir keinen Krieg, dann brauchen wir keine Spaltung, dann brauchen wir auch keine Pandemie mehr, weil wir beginnen, in Richtung Leichtigkeit zu gehen. Und darüber finden wir diesen Umgang, darüber finden wir diesen Weg und das wird zu unserer Gewohnheit und unser System wird mitspielen. Wenn wir dem Geist die Führung übergeben, wenn unsere Überzeugungskraft zu groß ist, dass wir über all das hinübersehen oder drüber steigen und sagen, ich bleibe mir treu, ich wähle diesen Weg für mich, für meine Umwelt, für mein Umfeld, für alle Menschen, die mir nahestehen. Und darüber werden viele Menschen dir folgen, weil sie sich von dir inspiriert fühlen, weil sie sich sicher fühlen, indem sie wissen, dass du deinen Weg bereits gegangen bist. Und so ist es mit deinem zukünftigen Ich. Dein zukünftiges Ich in 5 Jahren ist bereits 5 Jahre dir vorausgegangen. Frage ihn, welchen Weg sie will und was du speziell dafür tun kannst, damit du dir Leichtigkeit zugestehst, damit du dir erlaubst, Leichtigkeit zu leben, damit du erlaubst, symptomfrei zu sein. So viele Menschen erlauben sich nicht, ihre Symptome gehen zu lassen, weil sie ihre besten Freunde geworden sind und weil sie sich darüber definieren. Und darüber entsteht eine Identifikation, doch darüber spreche ich das nächste Mal, das werde ich mir jetzt gleich aufschreiben und darüber gehen wir diesen Weg. Und wenn du das Gefühl hast, dass du für dich jetzt bereit bist, einen neuen Weg zu gehen, dann tu es jetzt, warte nicht auf morgen, wähle jetzt die Leichtigkeit und du wirst so viel daraus schöpfen. Das kann ich dir versprechen und das kann ich dir sagen, das kann ich dir empfehlen. Auf allen Wegen. Und das ist dein Weg. Das ist dein Weg, das ist dein Recht, das ist deine Pflicht. Und so dürfen wir viele Jahrzehnte lange Wege der Schwere abkoppeln und uns in die Wege der Leichtigkeit bringen. Das möge für alle Menschen so sein, die sich dafür öffnen und bereit erklären, diesen Weg zu gehen und diesen Weg zu erfahren, diesen Weg zu finden und diese Wege der Leichtigkeit lieben zu lernen, dass unser System so umgeschwungen wird und nur mehr diese Richtungen wählt, weil sie sich das angewöhnt haben. So, in diesem Sinne eine ganz leichte Woche, eine leichte Weihnachtszeit, eine leichte wunderbare Zeit. Und wenn dich das Seminar, die weiße, rote und schwarze Göttin interessiert, auch wenn du nicht weißt, was das genau ist, melde dich gern bei mir. Es ist auch ein Weg in die Leichtigkeit, denn erst wenn wir alle 3 Aspekte in uns leben, von der Reinheit, von der Kraft und der Weisheit, sind wir vollständig Frau. Es ist ein Seminar nur für Frauen, dieses Mal für 7 besondere Frauen, die sich mutig in ihre Reinheit, in ihre Kraft und in ihre Weisheit zurückbringen möchten. Und ansonsten freue ich mich, wenn du am Neujahrs-Channeling teilnimmst. Ein ganz besonderes Channeling, das ich schon viele Jahre mache. Dieses Mal live und auch über Zoom. Lass dich feiern, feiere mit uns, zelebriere mit uns, damit dieses 2023 über dieses Marsjahr ein segensreiches Jahr wird. Anmelden kannst du dich auf meiner Homepage. Und ansonsten schön, dass es dich gibt und alles Liebe, bis zum nächsten Mal. Danke, dass du bis zum Schluss zugehört hast.
dass ich an deinem Ohr sein durfte, dass wir in Verbindung geblieben sind. Und wenn dich meine Arbeit interessiert, mein Wirken, dann folge mir auf Instagram oder auf meinem YouTube-Kanal oder besuche meine Homepage www.miriamoberstaller.com. Und vielleicht begegnen wir uns mal persönlich in einem Einzelchanneling, in einem Channelabend, in einem Seminar oder sogar in einer Ausbildung. Fühl dich gesehen, fühl dich geliebt und fühl dich vollkommen. Deine Miriam. Wir sind wie ein Spiegel im Wind.